du Store Wood in Table. Ja, ich könnte es ja auch direkt zum Export das Zeug bringen, ne? Dann braucht sie ja keine Tische. Lass mir mal die Tische abmontieren. So, Essen. Die Bedürfnisse. Ja, das einzig wirklich große Bedürfnis ist Schlaf. Clothings auch ein bisschen. Warum Clothings? Was ist das Problem? Ja, der Laundry Basket ist doch normalerweise da, eben. Vielleicht sollten wir einfach mal Wege bauen, dass sie sich schneller bewegen können. Aber es ist momentan leider auch noch nicht drin. Das erste, das wichtigste ist jetzt mal ein Klassenzimmer hier oben, das einzurichten. Und dann bauen wir. Was bauen wir dann? Dann bauen wir. Genau, Überwachungsanlage. Die kommt dann erstmal. Hier kommen zwei rein. Die passen da rein. Später werden wir natürlich mehr bauen. Das müssen wir brauchen. Das bauen wir dann unten einfach an. Zellen können wir dann später auch nach oben anbauen, zu einem riesigen Zellenblock. Dann bauen wir allerdings hier zwischen immer Türen rein, dass im Notfall jeder von diesen Blöcken, also hier so und hier so, abgegrenzt wäre von den anderen, dass sie sich alles kaputt schlagen. Ach so, die haben bis gerade Freizeit gehabt und haben schon geschlafen alle. Okay. Knast macht wohl echt fertig. Okay, das allererste, was wir bauen, wird wohl doch ein so ein Kapazitor sein, dass wir mehr Strom haben und erst dann die Klassenzimmereinrichtung und lauter so Zeug. Weil eigentlich sollten die ja, geh mal du Typ da rein, dass ich sehe, ob da drinnen schon was gebaut. Nee. Ah, ne, die Fällen. Erst das Holz noch komplett fertig wahrscheinlich, ne? Bevor die das bauen. Ja, dann weisen wir immerhin schon mal den Raum zu. Classroom. Hier. War das jetzt richtig? Moment. Eigentlich war da nur bis hier geplant, glaube ich. Aber okay, wir bauen wir ihn bis hier. So, was brauchen wir da jetzt rein? Einen Office Desk. Das Zeug ist Gott sei Dank relativ billig. Und School Desks. Keine Kohle mehr. Aber dafür immerhin 12 Schultische und dann starten wir morgen doch das Programm. Wenn 10 interessiert sind, starten wir das auf jeden Fall. 20 könnten dann maximal rein. Okay. Dann ist es gut, dann können wir hier noch Stühle anbauen und so. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch die Chance, dass sie bestehen, größer, wenn weniger Leute drin sind. Ich weiß nicht, inwieweit das Spiel da das genauso sieht. Ja, jetzt haben sie gerade einiges zu tun. Erstens müssen sie da unten die ganzen Bäume. Haben sie die jetzt alle gefällt? Ja, gut. Da müssen sie nur noch das Holz wegtragen. Die Tische abmontieren und dann da oben können sie auch schon das Klassenzimmer bauen. Wann wird denn unterrichtet generell? Das hier ist von 2 bis 4. Das auch. Und das von 5 bis 8 haben die da. Was haben die von 5 bis 8? Haben die da auch Arbeiten? Regime. 5 bis 8, ja. Aber nicht von 5 bis 8 morgen, sondern nee. Okay, da geht sogar noch. Ja, hier sind die in 3 Stunden, alles klar. Boah, wie lange brauchen die? Ah, immerhin haben sie schon mal die Tische abmontiert.
Store X in Y. Ja, alles klar. Jungs, jemand von euch könnte doch mal X in Y storen, ne? Ist klar, was ich meine. Gut. Ich weiß nicht, soll ich die Zellen da dann lassen? Was sollte hier ursprünglich mal hin? Keine Ahnung. Hier müsste ich irgendwann noch den Doktor hinbauen. Hier. Oh Gott, was sollte hier rein? Hier ist, ach, hier sollten Solitaries rein. Alles klar, die habe ich jetzt da oben hingebaut. Die kommen da dann wohl wieder weg. Zwei breit jeweils. Ein Workshop habe ich hier schon. Das macht gerade keinen Sinn für mich. Ach, sollen hier die Dock Crates rein? Ja, mehr wahrscheinlich, ja. Könnten wir schon so einen Hundemenschen einstellen? Ja. Müssen wir erst noch den Raum bauen. Und das wird noch dauern. Jetzt bringen die hier Metall an. Boah, Metall ist scheiße, wir verarbeiten doch nur Holz. Okay, ich glaube, die haben jetzt immerhin mal alles weg. Oder okay, fast alles weg, was sie wegtun sollten. Und hier oben baut auch schon einer. Okay. Alles klar. Bauen wir die Mauer jetzt doch hier. Ja, dann bauen wir halt im Notfall hier noch Stühle hin. Beziehungsweise nutzen das dann später als Klassenzimmer für den fortgeschrittenen Unterricht, für die fortgeschrittenen Schüler, also so fortführender Schulabschluss, weil das eh immer weniger sind und den General Education Room bauen wir dann, was weiß ich wohin. Einen zweiten Visitation Table könnten wir auch mal bauen. Visitation Table. Und noch ein Telefon auf die Zellen. So. Bis wohin können wir es uns leisten? Bis hierhin. Gut. Können Sie da auch schon mal die Mauer hinbauen? Boah, alles so Stück für Stück. Und Kabel bräuchten wir auch noch. Vier Kabeln kann ich schon mal bauen. Vielleicht reicht's. Aber jetzt sind wir wieder endgültig pleite. So, aufstehen. Duschen. Könnte gleich mal ein Wächter zum Duschen reingehen. Ey, du, duschen. Ich weiß nicht, man sagt ja immer, duschen ist im Gefängnis das Gefährlichste. Wird zumindest immer behauptet. So, können die auch erstmal pissen gehen und so. Da bräuchten wir vielleicht noch mehr. Bauen wir hier noch eine Toilette hin dann später. Oder wir brauchen generell später dann eine größere Dusche. Wo bauen wir die dann hin? Boah, alles so kompliziert. Hier irgendwo ran. Weil wir hier dann die Zellen weiter ausbauen. So, dann können wir hier die Mauer schon mal wieder weiterziehen. Aber fast können wir es uns leisten. So, das Stromproblem ist also wirklich behoben. Neun interessieren sich noch daran. Ja, okay, dann lassen wir das heute eben mal starten. Das auch alles. Wenn sich hier zwei oder drei dafür interessieren, dann starten wir das auch gleich mal. Und es gibt mal wieder einen Shakedown, habe ich gerade beschlossen. Ab und zu muss das einfach sein. Auch wenn ich dafür vielleicht mehr Werte hätte einstellen sollen, weil mit 7 Wärter, 100 Plätze zu durchsuchen, ist doch nicht so witzig.
Es dauert und da werden die aggressiv, wenn es dauert. Okay, ein Löffel bisher nur. Zwei Löffel. Ja, solange sie keine Waffen finden oder kein Gift nicht finden, dass ein paar Löffel verschwinden im Knast, ist immer normal. In den großen Gefängnissen, die ich habe, da wenn ich durchsuche, da finden sie jedes Mal 20 Löffel und ich kann nichts dagegen machen und habe schon überall Metalldetektoren stehen ohne Ende. Metalldetektoren ist auch schon das Stichwort, sobald wir jetzt dann hier hinten wieder mehr Strom haben, also mehr Strom zur Verfügung haben, wenn wir hier mal einen Metalldetektor hinbauen. Damit Sachen vielleicht auch gleich entdeckt werden. Na, backst du da wieder rum? Ne, du patrouillierst. Warum patrouilliert wer in der Holding-Zelle? Das macht für mich absolut keinen Sinn. Ach, der patrouilliert nicht in der Holding-Zelle. Der patrouilliert eigentlich. Ich glaube, das mit den Patrouillen kann man gerade vergessen, weil die gerade eh alle irgendwas anderes machen. Dann stimmen auch die Patrouillenpläne nicht so. Drei Löffel. Ja, alles voll im Rahmen. Alles gut, Jungs. Alles gut. Komm, komm, komm. Drei Löffel. Was war das gerade für ein Stöhnen in dem Spiel? Junge, Junge. Super, wenn die jetzt beim Essen durchsucht werden und einen Löffel in der Hand haben, glaube ich, wird behauptet, die hätten den Löffel geschmuggelt. Ja. Dafür werden sie in 2 Stunden eingesperrt. Aber in 2 Stunden ist viel zu wenig. Erstens gibt es für jeden Scheißtrick Solitary. Für sowas gibt es 5,5 Stunden. Für Waffen, für Tools gibt es 5. Für Drogen 4. Für Luxuries wandern sie 3 Stunden in die Solitary. Wird immer noch die Zelle natürlich durchsucht bei solchen Sachen. Und hier wird alles durchsucht. Man muss nämlich nur klarstellen, wer hier der Chef ist und dann läuft das Ganze auch. Serious Injury gehst du 12 Stunden in die Solitary. Attacked Death gehst du 11 Stunden in die Solitary. Prisoner auch näher 10 Stunden. Fluchtversuch habe ich 4 Stunden gehabt immer und Destruction 5 Stunden. Okay, machen wir 5 Stunden. Ja, genau. Sehr gut. Wir haben nur noch einen Grant am Laufen, da können wir gleich mal 2 aufnehmen. Irgendwo es eine Vorauszahlung gibt. Ja, hier. Dann haben wir gleich ganz erfüllt. Wo? 40. Oh, geil. 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 Und das machen wir halt dann auch noch. Weil die Arztpraxis können wir jetzt dann bauen. So, von dem Geld schließen wir erstmal hier das Loch. Und hier bauen wir das hin. Und dann gibt es gleich mal, weil wir so viel Geld haben, 4 Kapazitoren. CCTV-Monitore. Und zwar, wenn man die geschickt baut, kann man sie so bauen, dass immer einer 3 durchsuchen kann. Genau, das habe ich jetzt auch gleich 3 gekauft. Wir brauchen jetzt noch nicht 3. Aber ist ja egal, ob ich sie jetzt kaufe oder später. Relativ egal zumindest. So, von den Überwachungskameras lassen wir dann erstmal den Common Room überwachen. Da muss man mal schauen, dass man sie nicht mit der Halterung in den Raum stellt. Dann gehen die natürlich logischerweise nicht.